Schützenkollegen oder deutschlandweite Schützenkollegen, wie auch immer. Jetzt bei der Corona-Geschichte hat man ja durch die Kurzarbeit unglaublich viel Zeit. Und man weiß eigentlich gar nicht so recht, was man anfangen soll. Ja, deswegen habe ich mir gedacht, ich mache jetzt mal ein Video, weil unsere Praxis macht auch Kurzarbeit. Ich arbeite noch 2 Stunden morgens am Tag. Und ja, von 8 bis 10 mache nur noch Schmerzpatienten, nur noch das Nötigste. Und ja, Hälter laufen weiter, zum Glück auf Kurzarbeit, aber es kommt ja nichts rein. Und das heißt, man muss vielleicht den Gürtel auch mal ein bisschen enger schnallen. Das ist natürlich in meinem Fall vielleicht auch Jammern auf hohem Niveau, aber egal. Aber es gibt bestimmt auch andere Leute, die sind letztendlich auch betroffen, vielleicht sogar schon gekündigt worden. Ich weiß es nicht, ich hoffe es natürlich nicht. Aber ich wollte euch auf jeden Fall heute mal zeigen, wie man einen bülligen und einen richtig geilen Gun Cleaner selbst herstellen kann. Und zwar, vielleicht ist jemandem das geläufig. Das ist aus USA, das berühmte Ed's Red, kostet relativ viel Kohle, weil alles, was aus Amiland kommt, muss ja erstmal rüber mit Zoll und Verschiffung und tralala und kostet auch so relativ viel Geld, ist aber eigentlich von den Zutaten her super günstig selber herzustellen. Und jo, was braucht man also dazu? Wir brauchen dazu, was hier steht, Terpentinersatz. Kostet eigentlich so gut wie gar nichts, gibt es auf Amazon oder im Baumarkt, prima. Hat man sogar vielleicht da. Dann brauchen wir ATF-Öl, also Automatikgetriebeöl. Kostet eigentlich auch nicht viel. Da steht noch ein altes Preisschild drauf. 9,44 Euro für den Liter, würde ich mal sagen, ist das. Genau. So, was brauchen wir noch? Wir bräuchten vielleicht noch, wenn wir das wollen, Aceton. Ich persönlich mache kein Aceton rein. Warum? Weil Aceton Kunststoff anlöst. Und ja, da muss man natürlich dann mit den Zeugs da bei Waffen mit Kunststoffgriffschalen oder ja, wie AR-15 zum Beispiel, hat meistens hinten auch einen Kunststoffschaft drauf oder andere Waffen. Da muss man schon aufpassen, weil das kann natürlich ins Auge gehen mit dieser Aceton-Zusatzgeschichte. Deswegen mache ich es nicht rein. Was ist der Hintergrund für Aceton? Hintergrund ist lediglich, dass man damit hervorragend von Schrotflinten Läufe und Patronenlager reinigen kann, weil der abgebrannte Plastikkram von der Schrothülse letztendlich gerne im Lauf angeschmolzen hängen bleibt und dafür ist es Aceton. Hab keine Schrotflinte, mache ich nicht rein. Wer eine hat, kann es reinmachen. Okay, was brauchen wir noch? Letzte Zutat, Kerosin. Kerosin, hochgefährlich. Mein Gott, Kerosin, wo kriege ich Kerosin her? Flughafen plündern, nee, nix. Kerosin, was ist Kerosin? Kerosin ist nichts anderes wie gereinigtes Petroleum. So, gibt's im Baumarkt, gibt's auf Amazon, wo auch immer. Viele haben das auch aus Hausmittelchen zum Reinigen von sonst was zu Hause. Also Kerosin, Terpentinersatz, Automatikgetriebeöl. Wunderbar. Und vom Automatikgetriebeöl kommt auch die rote Farbe her. Gut. Also, wie rührt man jetzt die ganze Brühe zusammen? Es wird immer zu gleichen Teilen gemischt. Das heißt, habe ich 3 Teile, mache ich im Prinzip ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Automatikfluid, Terpentinersatz und Kerosin, Petroleum. Oder ich mache halt Aceton mit rein, wenn ich das möchte, wenn ich das brauche. Und halt, kann man ja machen, aber dann nimmt man halt immer gleiche Teile. Also, dann wollen wir noch die Brühe mal zusammengießen. So, wir haben unseren Terpentinersatz. Ich meine, so super genau muss man jetzt nicht sein beim Mischen. Das ist nicht so tragisch, es kommt nicht auf Milliliter an. Aber ich gebe jetzt hier mal rein. So, wir nehmen uns jetzt mal einfach hier. Sagen wir mal 200 Milliliter. So, ungefähr 200 Ml Terpentinersatz. Okay, prima. Haben wir drin. Es ist natürlich ein bisschen doof, das Handy zu halten und gleichzeitig hier rum zu mixen. Gut, haben wir drin. Jetzt kippe ich das hier in eine alte Flasche. Was da drauf steht, ist Blödsinn. Stimmt nicht. Muss ich ändern jetzt, weil ist ja jetzt Red. Knuts Red, wie auch immer. Okay. Ich habe jetzt hier ein Sieb drin, warum? Braucht kein Mensch, aber das ist ein alter Lackierbecher von mir, in dem ich Klarlacke oder Farben anmische. Da ist noch
dummerweise ein bisschen angetrockneter Klarlack drin. Ich will die Brocken nicht in meinem Ezrett haben, also mache ich den Filter rein und kipp's rein. So, wunderbar. So, zack, bumm, drinne. Also, weg damit. Nächste. Kerosin. Kerosin, gefährlich. So, wir wollen 200 Milliliter. Schwuppdiwupp. So. So, in etwa war ja vorhin ein bisschen weniger. Okay, hinein mit dem Kerosin. Ich hoffe, es gibt keine Selbstentzündung. Natürlich hochgefährlich. Ich trage auch Schutzmaske und Brille. Ich kann es jetzt nicht zeigen, aber glaubt mir einfach. Nein, es hat bisher keine Selbstentzündung gegeben. Ich rauche auch hier nicht. So, wunderbar. ATF. Her damit. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass hier noch 200 Milliliter drin sind. Das wäre natürlich scheiße, wenn es jetzt zu wenig wäre. Ja, doch, das ist schon noch. Das ist schon okay. Aha. Und da sehen wir schon, wo das gute alte Ed's Red wohl seine Farbe und seine Bezeichnung herbekommt. So, zack, bumm. Das ist im Prinzip das Schmiermittel. Das löst keinen Dreck, aber das ist das Schmiermittel, um quasi die Waffe schön abzuschmieren. Die Schmutzlösung ist an für sich Zutat 1 und 2, beziehungsweise Aceton. So, rein mit dir. Oh, das sieht aus wie Candy. Das schaut aus wie Candy. So. Gut, gut. Da haben wir das schon drin. So. Wunderbar. So, prima. Okay. Dann Deckel drauf. Vielleicht beschriften. Dann mischen wir das einmal durch. Jo. Ja, haben wir noch einen alten Becher. Dann kann ich euch jetzt zeigen. Da ist übrigens auch Farbrest drin, ist aber egal, stört jetzt nicht. Jo, und da ist unser Ed's Red. Normalerweise, ich glaube, irgendwie 200 Milliliter, wenn überhaupt so viel, kosten irgendwie 30 Euro oder so. Und ich sag mal hier, und das ist jetzt nicht auch irgendwie, es killt euch nicht, ja, es ist einfach nur ein super Reinigungsmittel. Probiert es aus. Wie gesagt, ich habe es an all meinen Waffen genommen. Es funktioniert tadellos. Ist auch geil für Werkzeuge. Also, es stinkt natürlich ein bisschen, ja, aber Ballistol riecht auch nicht toll. Trinken würde ich es nicht. Dann lieber das hier. Okay, ich wünsche euch was. Bis dann, probiert es aus. Ist eine tolle Sache, kostet nicht viel Geld, kann man großzügig mitarbeiten und vielleicht mache ich demnächst mal ein Video. Ciao, ciao und macht's gut und bleibt gesund bitte. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder in Dahn auf dem Schießstand. Okay, ciao.